Und damit begrüße ich euch zurück zum Pro Cyclist Modus mit Jan Ulrich. Wir sind beim nächsten Rennen angekommen. Es hat einen wunderschönen Namen. Wir sind Ausreißer, also Ziel, einen Ausreißversuch über mindestens 140 Kilometer zu starten. Mit der Tagesform von minus 2 könnte schwer werden. Wir probieren es natürlich trotzdem. Hier sind jetzt schon ein paar etwas bessere Teams dabei. Wir sehen hier Sunweb, wahrscheinlich mit dem Development Team. Schauen wir mal, was da so geht. Also Tempo ist jetzt schon deutlich höher als bei den Rennen davor. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Aber wir versuchen mal direkt hier den Ausreißversuch zu initiieren. Mit der minus 2, wie gesagt, ja, könnte schwer werden. Insgesamt, Leinau kommt mit. Gomez ist ebenfalls mit am Start. Sind wir erstmal nur zu dritt, aber ich denke mal, dass wir hier eigentlich wegkommen sollten. Ja, Tagesform minus 2 ist natürlich nicht so gut. Topfavorit sind wir nicht. Wir haben auch diesmal keinen der anderen Spitzenfahrer dabei, also weder Bommel noch der schnöde Marmos ist mit dabei. Deswegen wird das hier erstmal wirklich nur um die Ausreißergruppe gehen. Wenn wir hier Punkte sammeln, wenn wir die 140 Kilometer, 120, wie viel waren es? Wir sollen 140 Kilometer in der Ausreißergruppe sein, was schon ziemlich viel ist. Wir können jetzt auch mal ein bisschen langsamer fahren, damit die mal hinten rankommen. Leute. Leinau ist dabei. Und wie gesagt, Gomez. Es könnte ja jeder Gomez sein. So, dann sind wir hier zu dritt. Haben wir mal einen 55er Wert. Die Gruppe hinten wird erstmal keinen Wert drauf legen, uns wieder einzuholen. Deswegen können wir, es gibt auch keine Wertungen, auf die wir achten müssen. Deswegen gehen wir jetzt ein bisschen schneller durch. Wie der Pro Cyclist Modus halt so ist. Er hat immer mal seine etwas, ja, sehr, sehr viele Längen. Zumindest fürs Let's Play. Deswegen schneide ich das normalerweise jetzt ja inzwischen auch so, dass wir nur noch die entscheidenden Rennphasen machen, außer wir gehen eben früh in die Ausreißergruppe. Aber selbst das habe ich ja auch schon mal rausgeschnitten. So, Haller ist hinten zurückgefallen. Jetzt gibt es hier einen schönen Rundkurs anscheinend, beziehungsweise wir fahren schon mal durch die Zielpassage durch und dann geht es wieder raus auf die ländlichere Gegend. So, fast 5 Minuten der Vorsprung. Wang ist zurückgefallen. Also ich finde es nach wie vor ziemlich cool, hier einfach mal mit völlig anderen Teams, völlig unbekannte Rundfahrten zu fahren. Das macht echt Spaß und gerade bei den Rundfahrten wird es dann ja auch nochmal interessant werden, die wir dann so Mitte der Saison fahren. Da gibt es bestimmt noch ein paar schöne Etappen und ich bin vor allem auch froh, dass Jan Ulrich wieder zurück ist. Es gibt mir immer ein positives Gefühl, Ulle da aus der Versenkung hervorzuheben und wieder in ein gutes Licht zu rücken. Vielleicht kommt er ja mal als Co-Kommentator mit dazu, wird bestimmt passieren. Bin da ganz zuversichtlich. Bei seinem Manager noch nicht nachgefragt, ob er das mal machen möchte. Die Connections habe ich leider noch nicht. So, Ulrich, Gomez und Leinau jetzt wieder in der Zielpassage. Da sehen wir, das Finale ist relativ steil. Da geht es nochmal schön bergauf. Also wer da reinhauen möchte, der muss auf jeden Fall einen guten Beschleunigungs- und Hügelwert haben. Ansonsten wird das eher eng. Jetzt ist der Vorsprung bei 4,22 und ich würde mal sagen, wir können das nochmal schneller stellen. Es wird hier vorne keine Attacken geben. Die Gruppe wird jetzt wahrscheinlich noch rund 100 Kilometer ganz ordentlich zusammenarbeiten. Das Feld wird bis auf 2 Minuten rankommen. Wir werden das Tempo erhöhen, weil wir ja noch wenig Energie verballert haben. Und dann werden wir irgendwie 30, 40 Kilometer vor dem Ziel, wenn nicht sogar noch eher, dann auch wieder eingeholt. Das ist so der typische Rennverlauf, der jetzt niemanden überraschen wird. Hinten gibt es immer mal ein paar Stürze im Feld. Bovenhuis hat es da hingehauen. So, die nächsten Rennen werden dann aber schon interessanter werden. Das ist jetzt ja mehr oder weniger nur, um nochmal ein paar Erfahrungspunkte zu sammeln. Wir sind nämlich ganz, ganz dicht am nächsten Level und könnten dann natürlich auch nochmal den Bergwert, den Zeitfahrwert für die nächsten Rundfahrten verbessern. Die Puncheurwerte und so weiter würde ich dann in anderen Phasen mal verbessern wollen. So, Wasser haben wir geholt. Dann sind wir jetzt noch 109 Kilometer vor dem Ziel. Wir schauen mal in die Rennstrategie rein. Wir haben jetzt schon 91, 92, 93 Kilometer von 140 hinter uns in der Führungsgruppe. Da wird der Chef doch sehr zufrieden sein. Wir zeigen die Farben der Firma Dauber auf jeden Fall ganz sauber. Ich weiß nicht, für was die Firma Dauber wirbt. Für dauberen Sport. So, jetzt fehlt nicht mehr viel. Dann haben wir auch die 100% erreicht, die unser Teamchef da von uns sehen wollte. Da hinten sehen wir ganz viele Marge Simpsons. Die Bäume sehen zumindest so aus, so wie rödeln und rödeln und rödeln.
Natürlich jetzt nicht so spannend zum Zuschauen. Im Endeffekt hätte ich auch das rausschneiden können. Das war jetzt nicht so spannend. Die Gags waren auch eher auf Sparflamme. Jetzt sind es noch 2 Minuten, die wir Vorsprung haben. Es müssten aber auch gleich die 100% mal erreicht sein. 64 Kilometer sind das. Wir müssen ein bisschen mehr Führungsarbeit mitmachen. Sonst wird die Gruppe nicht mehr lange funktionieren. So, jetzt haben wir es auch geschafft. Noch 55 Kilometer sind es. Dann gehen wir nämlich jetzt mal in die Ego-Shooter-Perspektive. Also fast, sagen wir mal, Third Person. Und das hier ist dann die Zielpassage. Das wird schwierig werden für einige. Für einige Sprinter. Aber ich glaube, das Team FC Porto ist hier ganz vorne mit dabei. Die haben die beiden Top-Favoriten gestellt. Wir rödeln weiterhin fröhlich vor uns hin. Schauen mal, was hier noch so drin ist, wenn wir jetzt mal den 80er-Wert mit einstellen. Ich hole nochmal ganz schnell ein Wasser. Dann versuchen wir mit der Dreiergruppe so lange wie möglich vorne zu bleiben. Wenn wir dann keine Energie mehr haben, ist auch nicht schlimm. Wir wechseln uns aber eigentlich ganz gut hier ab. Funktioniert gut, noch keine Attacken irgendwie, weil einer nicht mehr will. Jetzt wieder eine Minute der Vorsprung und zack, kommt die Attacke. Kaum gesagt, ist es dann mit der Gruppenarbeit doch dahin. Jetzt hat er sich ziemlich kaputt gefahren mit der Attacke, was nicht so wirklich sinnvoll war. Leinau müsste jetzt eigentlich mal wieder die Führungsarbeit übernehmen, beziehungsweise er attackiert auch. Könnte dann schwer werden für die Nummer 212 für Gomez, da noch mitzugehen. Aber jetzt geht es natürlich auch in die Abfahrt rein. Ich weiß nicht, ob Leinau... Er attackiert weiter durch, auch wenn es nicht so richtig viel Sinn macht. So, jetzt haben wir wieder fast eine Minute Vorsprung bei 35 Kilometern. Das wird trotzdem nichts werden. Hinten im Hauptfeld wird ordentlich attackiert werden. Jetzt hat sich die Gruppe hier so ein bisschen kaputt gefahren. Wir bleiben trotzdem mal zusammen. Jetzt attackiert er wieder, aber es wird doch auch nichts. Sie fahren sich hier jetzt echt ziemlich dämlich in Grund und Boden, wo ich eben gerade die Gruppe gelobt hatte. Das funktioniert ja alles ganz toll. Hinten sind es noch 38 Fahrer. Wir haben wieder fast eine Minute Vorsprung. Da kommt die nächste Attacke. Alles sehr, sehr sinnfrei, Leute, was ihr hier macht. 29 Kilometer, 51 Sekunden. Jetzt versuchen sie sich in meinem Windschatten da so ein bisschen auszuruhen. Das ist eigentlich nicht so mein Ding. Mal schauen, ob die hinten wieder rankommen. Dann fahren wir es nämlich jetzt erstmal von vorne alleine. Ob wir es schaffen oder nicht, das werden wir dann schon sehen. Ich denke eher nicht, weil das Tempo hinten im Feld jetzt nochmal größer geworden ist. 23 Kilometer. Auf, Ole, komm, zieh's durch. Mal schauen, die kommen hinten. Ah, da ist das Hauptfeld aber als auch schon da. So richtig hauptfeldig sieht das zwar nicht aus. Aber ich glaube, das können wir dann lassen. Weil da werden wir ja ohnehin aufgefahren. Dann hängen wir uns nochmal ins Feld rein. Schauen, was da vielleicht noch so drin ist. Da sind auch noch zwei unserer Kollegen. Nee, sind sie nicht. Die sind in der Gruppe dahinter. Also sind wir jetzt ziemlich alleine auf uns gestellt hier. 37 Fahrer. Das Tempo hier ist recht hoch. Da sehen wir den Kapitän von Sunweb, Merkel. Ich glaube, der schafft das. Auf jeden Fall schafft er das. So, und dann haben wir eigentlich schon mal alles erreicht, was wir erreichen mussten, sollten und wollten. Ich mach mal ganz kurz die Pause rein. 17 Kilometer sind es noch. 179 Kilometer waren wir dann an der Spitze. Wird der Teamchef wieder zufrieden sein. Jetzt macht auch alles irgendwie momentan ein bisschen mehr Sinn. 25 Fahrer sind es jetzt noch. Aber wir sollten da auf jeden Fall ein Stück weiter vorfahren. Sonst könnte das dann doch noch schwierig werden, da in der Gruppe mit anzukommen. 15 Kilometer, viele Tempowechsel, die Fahrer sind ziemlich fertig. So, einmal um den Kaffee rumfassen und dann fahre ich mal ein Stück weiter vor. Die
Vorne gehen jetzt natürlich dauernd Attacken weg. Hasselmann hat sich da jetzt leicht abgesetzt und keiner fährt so richtig hinterher. Noch 11,5 Kilometer. Jetzt wird es gleich nochmal ein bisschen hügeliger. 42 Fahrer sind es jetzt wieder, also ist größer geworden die Gruppe. Wir rollen bergab, versuchen den gelben Balken wieder etwas zu regenerieren, sind aber trotzdem sehr weit vorne dabei, dafür, dass wir relativ langsam fahren. Noch 9 Kilometer. So, letzte Runde. Geht auf mich. Das heißt, das vorne bleiben, nicht so weit zurückfallen. Jetzt geht es hier nochmal gleich in einen leichten Hügel rein. Dann sollten wir das Energiegel nehmen. Und dann versuchen wir unsererseits so schnell wie möglich da vorne rein zu brettern. Hier mal rein. So, jetzt geht es eigentlich nur noch bergab. Oh, oh, oh. Jetzt kommt Merkel. Können wir uns an Merkel ranhängen? Ja, eher schwer. Ulle versucht alles, sprintet hier vielleicht nochmal hoch. Und dann gewinnt das Asselmann aus der Ausreißergruppe. Ulle kommt hier. Ja, für die Top 10 wird es nicht reichen, aber eine gute Platzierung plus Ausreißergruppe. Da sehen wir jetzt wahrscheinlich so 13., 14. circa. 12. wird er. Muss mich immer wieder widerlegen, Ulle. Also vor Hossein Nategi aus dem Iran kommt dann Jan Ulrich rein. Sjord Bax hat uns geschlagen. Niklas Merkel von Sunweb auf dem 4. Platz. Und dann war das wieder mal eine gute Leistung von Ulle. Vertreten die Farben unseres Teams gut und es müsste eigentlich auch schon wieder reichen, um den nächsten Stufenaufstieg zu bekommen. Wir kommen gut voran. Das haben wir beim Let's Play damals mit Ulrich Jan ja nicht so gut geschafft. So, kurz vorm Kaffee getrunken, das musste jetzt einfach sein. Nochmal der Koffeinschub. Da bin ich gespannt, wie zufrieden unser Cheffe denn ist. Team Downer mit 5 Minuten 12. Porto hat auf jeden Fall die Teamwertung gewonnen, auch wenn sie den Etappensieg nicht holen konnten, obwohl sie der klare Favorit waren. So, Asselmann holt sich den Sieg. Den Namen Dorpenumloop. Das kann ich noch aussprechen, aber was danach kommt, Rukfen. Rukfen? Ich weiß nicht, was es bedeutet. So, Glückwunsch, durch Ihre Leistung im folgenden Rennen haben Sie neue XP erhalten. Erster Ausreißversuch von mehr als 150 Kilometern in Continental. Und unser Chef ist auch zufrieden. Ausreißversuch 183 Kilometer. Kriegen wir nochmal 5 Punkte obendrauf. Ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber die Managerzufriedenheit ist bei 93%. Und wir dürfen nochmal eine neue Stufe erreichen. Alter, 74 am Berg. What the fuck? Das geht jetzt aber dann doch ein bisschen sehr schnell. Aber nehme ich natürlich gerne. Wow. Also die 74 am Berg finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Aber gut. Das nehmen wir jetzt gerne mal mit, weil damit sind wir natürlich jetzt schon bei den kleineren Rundfahrten relativ weit vorne mit dabei. Sehr schön. Also in 10 Tagen geht es dann nämlich zur Olympias Tour. Dann schauen wir bei den Fähigkeiten nochmal. Das können wir ja gerade nochmal ein bisschen ruhiger machen. Der Formhöhepunkt. Optimieren Sie die Dauer dieser Schlüsselphase in der Saison eines jeden professionellen Rennfahrers. Die Willenskraft. Ein paar Mal in der Saison wenden Sie das Blatt und kehren eine erwartete negative Tagesform um. Charisma. Steigern Sie Ihren Einfluss im Team, indem Sie mehr Punkte für Änderungen an Ihrem Rennkalender und Wünsche Ihrer Wasserträger erhalten. Das finde ich persönlich auch ziemlich gut. Aufmerksamkeit haben wir schon gemacht. Wir erhalten ein paar mehr XP.
Netzwerk finden Sie Ihren Wunschvertrag leichter dank zusätzlicher interessanter Kontakte durch die Arbeit des Agenten im Frühjahr. Das können wir dann später im Jahr machen. Erfahren Sie schneller mehr über die Fahrer, Wasserträger und Gegner, die an den gleichen Rennen wie Sie teilnehmen. Auch nicht ganz unwichtig, Vorlieben. Dank der Rennergebnisse können Sie schneller mehr über die Fahrer erfahren. Beobachtung, mehr Effizienz bei der Beobachtung während eines Rennens. Zeichnen Sie sich durch Ihre Kenntnisse über Ihr Fahrrad und seine Handhabung aus. Dann gibt es noch die Tarnung. Blöffen Sie Ihre Gegner, indem Sie sich Ihrer Aufmerksamkeit vorübergehend entziehen. Und wenn Sie die Rolle des Anführers in einem Rennen haben, ermöglicht dies einem Wasserträger, sich für Sie einen Moment lang selbst zu übertreffen. So, jetzt ist die Frage, was machen wir? Ich finde es mit der negativen Tagesform erstmal ganz wichtig. Könnt ihr auch mal schreiben, was ihr gemacht hättet oder was für euch wichtiger wäre. Für mich ist jetzt erstmal nicht wichtig, dass ich die anderen Fahrer einschätzen kann. Das kriegen wir, glaube ich, auch so ganz gut hin. Und jetzt mit einem 74er Bergwert sind wir natürlich sehr, sehr weit vorne dabei. Bei der Olympias-Tour wird es dann auch ein kleines Prolog-Zeitfahren geben. Mal schauen, wie weit wir da vorne landen können. Von Rhodes nach Rhodes, Rhodes Island. Dann würde ich sagen, wir simulieren jetzt gerade mal ein bisschen gemeinsam durch. Dann können wir unsere Gedanken sammeln, in uns gehen und schauen, wo es denn mit Jan Ullrich dann gleich weitergeht. Das nervt ein bisschen, dieses Durchsimulieren immer. Da auch die Zufriedenheit vom Manager ist jetzt gerade deutlich gesunken auf 88%. Ich glaube, er mag uns nicht mehr. Vielleicht haben wir irgendein Rennen nicht gefahren, was wir hätten fahren sollen. Aber ist jetzt auch nicht schlimm. Bei der Olympias-Tour werden wir es ihm schon wieder zurückzahlen. Paris-Nizza kam uns knapp nicht qualifiziert mit dem Dauber-Team. Ich glaube, als wir eine Wildcard eingereicht haben, hat der Tourchef uns wahrscheinlich einfach nur schallend ins Gesicht gelacht. Aber kommen wir natürlich auch noch hin. Ich meine, dass man mit Ulle irgendwann mal eine große Rundfahrt gewinnt, das ist dann auch kein Geheimnis, aber der Weg dahin ist halt das Spannende. So, von Olongapo nach Olongapo ist wahrscheinlich wieder die wunderschöne Amisa Bongo Tour, die ja eigentlich schon im Januar stattgefunden hat, aber die wird einfach quartalsmäßig ausgetragen. Da kennen sie nichts. So, Istrian Spring Trophy sind wir auch schon häufig gefahren, die UMAG Trophy. Also wir kennen diese ganzen Rennen jetzt hier am Anfang der Saison. Wir sind jetzt bei der Fitness von 98%. Wie gesagt, Olympias Tour ist eines unserer Ziele vom Teamchef vorgegeben. Olongapo nach Mount Samad. Mit dem deutschen Team fährt man dann natürlich auch eher die europäischen Rennen, das ist ja auch ganz klar. Also wenn wir da ein etwas exotischeres Team genommen hätten, dann würden wir auch wahrscheinlich ein paar lustigere Rennen fahren. Lustige in Anführungszeichen. Und dann bin ich zufrieden, also dass wir jetzt schon Stufe 4 haben, finde ich sehr früh. Aber wir haben eigentlich fast immer alles erreicht, was der Teamchef haben wollte. Wir haben auch richtig gute Ergebnisse. Der 8. Platz da im Sprint bei dem einen Rennen, wo unser Captain von Marc von Bommel Zweiter geworden ist, hat uns ja auch nochmal ordentlich Punkte gebracht. Und dann freue ich mich jetzt schon richtig auf die nächsten Bergrennen. Das wird richtig spannend. Und spannend wird es auch, wenn endlich diese Simulation hier mal durch ist. Ich habe mir gerade wirklich eine halbe Stunde lang habe ich ungefähr 16 Kaffees getrunken, während das hier durchsimuliert. Von Vrsa nach Motovun. Ist ja schlimmer als der Fußballer Vrsaljko. Wo ich damals, als ich die Euro-Videos gemacht habe, die Vorschau für die Europameisterschaft 16 mit Vrsaljko, bin ich nicht wirklich zurechtgekommen. Damals noch bei Sassuolo gespielt, glaube ich. Inzwischen bei Atletico Madrid, wenn ich mich nicht täusche. Richtig guter Außenverteidiger. Generell, Atletico ist eine, finde ich, eine sehr, sehr gute Mannschaft. Haben sich umsonst jetzt Liverpool rausgehauen. Eine ekelhafte Mannschaft. Ich meine, ich kann den Klopp verstehen. Liverpool hat wirklich relativ fehlerfrei gespielt, auch im Rückspiel fehlerfrei und wussten immer, das wird total gefährlich, weil Atletico einmal kontern, einmal irgendwie durchkommen und dann ist es eben wieder mal ein Tor. Und dann musste man nochmal eine Schippe drauflegen, aber dass es dann natürlich so ausgeht, da kann ich verstehen, dass Kloppo sauer ist, weil Atletico hat eine gute Mannschaft, die können ja Fußball spielen. Die können ja wirklich Fußball spielen, aber sie wollten es halt einfach nicht. Und im Endeffekt, der Erfolg gibt ihnen ja recht, aber meine Art und Weise, wie ich Fußball liebe, ist dann doch eher Liverpool, die in jedem Spiel versuchen, das Spiel zu machen, offensiv zu spielen, Tore zu schießen und nicht einfach sagen, gut, wir lassen den Gegner spielen und kontern ihn aus, aber da kann man auch unterschiedlicher Meinung sein.
Aber Liverpool gehört unabhängig jetzt davon, dass ich ein großer Klopp-Fan bin. Auch wenn ich Schalke-Fan bin, bin ich großer Klopp-Fan. Ist mir egal, dass er mal ein Pöhler war oder eine Zecke oder was auch immer. Ein Dortmunder ist mir Bums. Finde den einfach als Typen cool und die Art und Weise, wie er Fußball spielt, spricht mich an. So, 5 Kilometer Zeitfahren, das nehmen wir jetzt noch auf jeden Fall mit rein. Und dann schneide ich die nächsten Etappen dann wieder mit zusammen, so wie ihr es kennt, dass man das Finale dann sich eben anschaut. Wir haben Bommel wieder mit dabei für den Sprint. Das ist schon mal ziemlich gut. Dann haben wir nämlich einen der großen Favoriten. Und jetzt schauen wir mal, wie es ausschaut, ob wir jetzt der Teamkapitän sind. Wahrscheinlich für die flachen Etappen eher nicht. Aber wir sind beim Prolog jetzt schon der Favorit. Also vielleicht können wir uns heute das Führungstrikot holen. Ich weiß halt nicht, wie schnell wir fahren müssen. Jetzt habe ich keine anderen Fahrer, die ich erstmal mit denen ich testen kann. Das ist ein bisschen schade. Ach, das Leopard Cycling Team gibt es immer noch. War ja damals von den Schleck-Brüdern eigentlich initiiert. Ja, cool, jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal Teamkapitän, mehr oder weniger. Der Favorit beim Prolog, die Olympias-Tour. Dann gibt es natürlich 6 Millionen Sprints, wo es Zeitbonifikationen geben wird. Deswegen werden wir die Rundfahrt nicht gewinnen können. Schön auch hinten zur Metro. Das finde ich mal schön gemacht. Wie gesagt, von der Grafik her ist jetzt nicht der Wahnsinn. So, Ziel, die Etappe gewinnen. Also wir haben ganz geringe Ziele, die uns der Chef hier mitgibt. Das geht nach wie vor nicht. Dann schauen wir, wie die Fahrer ins Ziel fahren. Das ist doch schöner. Lassen die achtfache Geschwindigkeit durchlaufen. Das war auch, finde ich, was verbesserungswürdig ist, weil im Endeffekt kann man sich die Fahrer im Fernsehen ja auch anschauen. Ist ja nicht so, dass man da völlig raus ist. So, der schöne Marmos hat wieder mal eine sehr, sehr schlechte Zeit hingelegt. Kommt hier nicht mal mehr in die Top 20. 50 Sekunden verloren, sich die Kraft einfach völlig falsch eingeteilt. Und hinten raus geht es nochmal leicht bergauf. Das ist gut zu wissen. Ansonsten am Anfang leicht bergab und dann ordentlich bergauf. Ich glaube, da müssen wir jetzt den Regler einfach die ganze Zeit hin und her ziehen und schauen, dass wir das irgendwie hinbekommen. Die Abstände werden gering sein und die Zeitbonifikationen auf den nächsten Etappen werden dann den Rundfahrtsieger ausmachen. Das ist ja gar keine Frage. Je nachdem, wie gut die Sprinter hier natürlich abschneiden. Aber wir werden keine halbe Minute rausfahren. Das schaffen wir leider nicht. So, nach und nach kommen hier die Besten. Jetzt starten auch bald die Kapitäne. Als nächstes kommt Bommel, unser bester Sprinter. Patrick Halle hat sich da jetzt an die Führungsposition gesetzt. Hier rollen nach und nach, wie gesagt, die nächsten rein. Neue Bestzeiten gab es jetzt erstmal keine. Man sieht es ja ungefähr, wenn jetzt einer einen sehr geringen Abstand hat. Das könnte eine gute Zeit sein. Nö, Patrick Haller weiterhin vorne. Jetzt kommt Bommel rein und der hat eine gute Zeit als Fünfter. Mit 5 Sekunden Rückstand als Zwölfter. So, jetzt wird bestimmt vorne nochmal was passieren. Henning Bommel, 15. Und jetzt kommt auch gleich Ulle. So, da ist er schon mit der Plus 2. Schauen wir mal, der 80er Wert ist erstmal ordentlich. Aber wie gesagt, es geht hinten nochmal leicht bergauf. Da wird der Sieger wahrscheinlich gemacht. Ich gehe hier nochmal leicht hoch. Gibt es hier nochmal eine Kurve und dann sind wir schon in Zielnähe. Und Ulle, komm, auch rein. Und Bestzeit, yes. 4 Sekunden Vorsprung und es kommt jetzt noch einer rein. Der Abstand müsste aber eigentlich genügen. 4 Sekunden und es ist der Tagessieg. Tagessieg für Jan Ulrich, unser erster professioneller Sieg. Und das auch noch beim Formhöhepunkt mit der Plus 2, sogar 5 Sekunden Vorsprung dann im Endeffekt. Sehr, sehr gut. Ulle freut sich. Ich finde, es sieht ihm sogar ein kleines bisschen ähnlich, oder? So von der Seite passt es schon. Ja, doch. Ja, Küsschen muss sein. Yeah! Die zwei Blondinen, beziehungsweise die eine Blondine und die andere Brünette nehme ich auch noch mit aufs Hotelzimmer und dann würge ich die, bis sie gelb sind.
25 Punkte. Jetzt habe ich natürlich wieder die dunklen Kapitel hier aufgemacht. Also Tagessieg erstmal für Ulle, ist natürlich nicht der erste Rundfahrtsieg, aber unser Chef wird bestimmt begeistert sein von uns. Da sehen wir plus 75 Punkte, erster Wertungsträger getragen in Continental, erster Sieg in Continental und erste Platzierung unter den Top 3 in Goodyear. Da sind wir dann nicht mit Continental unterwegs gewesen. Sehr schön, da gibt es nochmal Punkte. Einschätzung der Etappe gut, nicht überragend, aber gut. Und da sehen wir nochmal, gibt alles nochmal Punkte. Er ist auch zufrieden, auf 89% wieder hochgegangen. Ich denke mal, so kann es weitergehen. Unser erster professioneller Sieg und das schon Mitte März. Und so viele Rennen sind wir ja noch gar nicht gefahren. Hätte ich jetzt auch noch nicht mit gerechnet, aber spricht natürlich auch dafür, dass die Konkurrenz jetzt nicht ganz so stark ist. Ich hatte ein bisschen Angst, dass wir die Bestzeit nicht schaffen. Hätte ich mich dann doch geärgert. Ich meine, wir waren jetzt auch der klare Favorit. Und dann schauen wir uns jetzt nochmal das Finale der zweiten Etappe bei der Olympiastour an mit unserem Führungstrikot. Unser Formhöhepunkt ist erreicht. Es sieht mir wieder stark nach Rundkurs aus. Wobei, nee, doch nicht. Ich dachte nur, weil die Abstände hier sind zu groß zwischen den Sprintwertungen. Hier geht es leicht bergauf. Wir versuchen unser Führungstrikot zu behalten und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es von Hoofddorp nach Noordwijk geht. Bis gleich. Willkommen zurück, die letzten 32 Kilometer, die Ausreißergruppe ist eingeholt, wir sehen Ulle hier im weißen Führungstrikot. Und jetzt geht es gleich zur Sprintwertung, wo es natürlich 3 Sekunden zu holen gibt. Ich weiß nicht, ob die anderen Sprinter dann jetzt hier so clever sind und mit reinhalten, ich würde mal sagen ja. Aber mal schauen, vielleicht können wir hier so ein bisschen was düpieren. Schauen, ob wir da was holen können. Da die anderen Sprinter oder eher nicht. Mal schauen. Ich kann mir die 3 Sekunden ergaunern. Wir haben es geschafft. Also 3 Sekunden für uns. Jetzt nehmen wir wieder Tempo raus. Beziehungsweise eigentlich fährt keiner hinterher, habe ich das Gefühl. Doch, da kommen sie wieder. Also da nochmal 3 Sekunden irgendwie zwischendrin ergaunert. Hätte ich gar nicht gedacht, dass wir das schaffen. Wir sind natürlich auch top drauf in Form. Die anderen scheinen jetzt nicht so stark zu sein. Mal gucken, was wir hinten raus machen können. Geht hier nochmal leicht so hügelig bergauf. Vielleicht können wir damit Ulle nochmal reinhalten. So, vorne gab es nochmal eine Tempoverschärfung. Generell sehr viele Tempoverschärfungen hier drin. Ulle sieht noch frisch aus. Um uns kümmert sich Oliver Flort. Der fährt immer ganz flort an unserer Seite. Noch 20 Kilometer. Jetzt wird es hier langsam ein bisschen wild hin und her. Aber das Finale könnte uns eigentlich ganz gut liegen. Wir haben natürlich Bommel noch an unserer Seite, der da extrem stark ist, der auch hier schon in vorderster Position fährt. Wird sicherlich zu den Favoriten wieder mal gehören, weil er sich da vorne jetzt schon sehr weit vorne einreiht. So, jetzt sind wir hier auf dem Rundkurs. Wir fahren hier immer mal kurz durch Zuschauer durch. Ist aber nicht schlimm, die freuen sich trotzdem. Wie gesagt, wir sind sehr, sehr früh jetzt schon in der guten Position mit dem 74er Bergwert. Heute noch mit der Plus 4. Da könnten wir bei der Tour de France ja in die Top 10 fahren bei einer Bergetappe. Und das nach gerade mal 3 Monaten. Finde ich schon etwas übertrieben schnell. Aber was soll's. Fahren mal ein Stück nach vorne. Fahren uns mal selber in Position. Die fahren hier für Van Bommel den Sprint an. Also für Bommel, nicht für Van Bommel. Okay, also irgendwie treten die alle richtig rein und Ulle muss eigentlich gar nicht viel machen. Und Bommel da jetzt in so einer guten Position ist, dann folgen wir ihm mal. Klaus fährt ihm den Sprint an, da geht jetzt... Da ist einer weg, hallo, Leute! Es ist doch nicht zu fassen. Warum fährt denn jetzt keiner? Sag mal, seid ihr blöd oder was? Da fährt vorne einer weg und keiner reagiert. Ich dachte jetzt, ich verhalte mich mal so, wie man sich typischerweise verhalten würde. Wohlsink mit 28 Sekunden.
und suche mir mal das Hinterrad raus und dann lassen sie den dann noch kurz vorm Ziel attackieren. Selten bescheuert. Wir kommen in die Top 10 rein, das müsste gereicht haben, aber er bekommt auch nochmal 10 Sekunden Zeitbonifikation. Henning Bommel wird dann Zweiter, aber warum ist denn da keiner mehr hinterhergefahren? Wieder so typischer 2019er Cycling Manager Sprint. Völlig Banane. Wenn man schon die Nachführarbeit macht, dann muss man es irgendwie auch durchziehen. Ich hätte auch mit Ulle einfach durchziehen sollen. Dann sehen wir jetzt, wir haben das Führungstrikot verteidigt. 8 Sekunden vor Vermeldford, Patrick Haller, Henning Bommel jetzt schon auf Platz 4 mit nur noch 10 Sekunden Rückstand. Also unser größter Konkurrent vielleicht ist sogar im eigenen Team. Aber Nachwuchsfahrerwertung ist einfach quasi unser fast normales Trikot, ein blaues Trikot. Nur die Punkte mal weggemacht. Also Führungstrikot verteidigt. Der Sprint hat mich jetzt schon wieder ein bisschen geärgert. Aber macht nichts. Wir kriegen das in den nächsten Tagen bestimmt auch gut hin. Dann fahren wir in der nächsten Folge nämlich einfach mal die Rundfahrt fertig. Wir schneiden das alles irgendwie zusammen. 3 Etappen wird es dann noch geben. Wir sind nach wie vor Erster in der vorübergehenden Gesamtwertung. Außergewöhnlich ist das. Wir sollten unter die ersten 10 kommen. Das ist so das Fernziel. Zeitwertung sind wir vorne, Gesamtpunktewertung, Bergwertung, also wir haben erstmal noch alles auf unseren Schultern, damit können wir ganz gut leben, haben jetzt 130 Punkte, das läuft gut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei der Olympiastour und vielleicht geht es ja um den Rundfahrtsieg, wer weiß, vielleicht können wir irgendwo nochmal Zeitbonifikationen holen, stimmt, die 3 Sekunden haben wir ja auch noch geholt bei der Sprintwertung, vielleicht ist da ab und zu nochmal was drin, also bis zur nächsten Folge, Pro Cyclist Modus mit Jan Ulrich.